So, für das nächste Spiel brauche ich Mirja und Tetje und ich brauche Ihre Mitwirkung, meine Damen und Herren. Und zwar möchte ich wissen, wovor haben Sie beim Zahnarzt am meisten Angst? Bohren. Das kam ja gerade wieder. Bohren. Was? Wurzelbehandlung. Da war noch was. Das habe ich zwar. Ne? Ja, das, also es lässt tief blicken. Es sind mehrere Männer mit Angst vor der Zahnarzthelferin. Gut, okay. Ja, ja, gut. Ich würde aber doch mal sagen, die Wurzelbehandlung, die macht am meisten her. Das ist so richtig heftig. Denn, Mirja, du bist die Zahnärztin meines Vertrauens. Und Tetje, du bist der kariöse Patient und du hast große Angst vor einer Wurzelbehandlung. Dort ist der Behandlungsstuhl. Ja, ich hoffe, der hält. Na, aber ganz sicher, Schatz. Ich auch. Die Szene beginnt jetzt ganz normal. Hm? Ich sag euch aber zwischendurch immer, in welchem Stil es weitergeht, beziehungsweise in welcher Fernsehsendung wir uns befinden. Also beginnt mit eurer kleinen Szene in der Praxis von Frau Dr. Schnitzgeruch. Von Frau Dr. Schnitzgeruch, bitteschön. Hallo, Frau Dr. Schnitzgeruch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Und das brauchen Sie nicht, Herr Lamarte. Legen Sie erstmal den Kopf zurück. Wir gucken erstmal rein, was überhaupt los ist. Ja. So, das, ich bin gleich wieder da. Als ich das letzte Mal hier war, haben Sie allein 3 Tage für einen Kostenvoranschlag gebraucht. Ja, aber jetzt muss es, glaube ich, schnell gehen. Wo ist es denn? Unten rechts sehe ich links, oben rechts links auch. Aber unten rechts sieht es am schlimmsten aus. Ich hole mal eben mein Werkzeug. Ja. Was ist das? Das ist jetzt erstmal die Spritze, die Sie brauchen, sonst werden Sie jetzt nicht erzählen. Wo kommt die rein? Oben in das Gaumensegel, da tut es besonders weh. Machen Sie mal auf. Okay. Ihr spielt es jetzt als Liebesfilm weiter. Herr Lambert, Sie haben so wunderschöne Blomben. Die haben Sie gemacht. Darf ich Ihnen die Spritze in den Wangenknochen rammen? Das wäre meine große Freude. Nur zu. Rammen Sie. Ich bin auch ganz vorsichtig und zart. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass Zahnärztinnen auch so spritzen können. Das passiert. Und jetzt als das Familiengericht. Aber ich will nicht, dass Mama und Papa sich fein lassen. Nun, das war ja letzte Woche hier schon vor Gericht. Das ist ja schon passiert, ne? Das weißt du ja auch. Können Sie die Scheidung nicht annullieren? Nein, wir wollen ja heute deinen Fall behandeln, wo deine Schwester dich... Du bist ja hier gar nicht der Angeklagte, ne? Falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Ach so. Mach dich also mal locker. Ich dachte, ich krieg wieder Schläge. Nein, nein, Schläge kriegt deine kleine Schwester gleich, wenn ich das Urteil gesprochen habe. Oh. Also, wie war das jetzt? Also, die hat mir den Zahn rausgeprügelt. Ja. Und hat gesagt, das wäre gut so, weil ich bin ja eh so jung, ich krieg ja eh bald die dritten. Da hat sie recht, ich würde sagen, unschuldig Freispruch, oder? Für mich? Nee, für die Schwester. Jetzt als Kochsendung. Es sind noch einige Sachen zwischen den Zähnen, da kann man ein schönes Süppchen draus kochen. Ich habe hier schon mal eine kleine Brühe vorbereitet, in die ich jetzt die Schnitzelreste aus Stefans Mund reintun werde. Hier hängt noch ein halbes Huhn. Moment. Können Sie auch dazu tun. Sie können also Fleisch, Fisch und Fleisch mehr. Ich esse seit einem halben Jahr kein Huhn mehr. Oh, das ist Gammelfleisch, das muss raus. Ich kann ja schon mal das Dessert anmixen. Richtig. Und jetzt der Exorzist. Ich hol's raus aus dir, Moment! Boah.
Meine Mutter war auch Zahnärztin. Ihr macht weiter mit der Sendung mit der Maus. Keine Angst vorm Zahnarzt. Aber ich habe Stoßzähne. Dann bist du ein Elefant. Er ist ein Elefant, er hat Stoßzähne. Und ich bin blau. Dann bist du mein Elefant, dann bin ich die Maus. Hatten Sie schon mal blaue Elefanten in Ihrer Praxis? Ja, wenn ich mir selber vorher die Spritze in die falsche Vene gejagt habe. Bringt es zu Ende als Oper. Doch ich hab Zahnschmerzen, Kong, Kong, Regen. Zahnschmerzen, oh, oh, weh, oh, weh. Zahnschmerzen, oh, oh, weh, oh, weh. Pause und ich werde Ihnen nicht verraten, was dann passiert. Der Bob, bis gleich.